Herzlich willkommen zu Musel Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Nochmal. Hallo, ich bin heute auf der Alumni-Konferenz der SAE in Berlin. Neben mir ist der Karim. Hallo Karim. Hallo. Hallo. Und du machst Filmmusik, sehr erfolgreich. Ja, du hast den Deutschen Fernsehpreis für Bela Bock und die Schatzinsel bekommen und arbeitest mit Cubase. Ja, genau. Arbeite sehr gerne mit Cubase. Ein wirklich sehr schönes, sehr gutes Programm, was eigentlich alles das hat, was du haben musst, wenn du Filmmusik machst. Also von einem guten Score-Editor, Noten-Editor bis hervorragende Möglichkeiten, Takte anzupassen, zum Beispiel diese Taktanpassung, Warp Editor heißt er, glaube ich. Mit dem arbeite ich sehr viel, das heißt, ich habe was frei eingespielt und dann, was du bei Filmmusik sehr oft machst, damit du eben, weil du oft nicht in diesem Beat-Raster drin bist, du musst aber nachher noch Orchesteraufnahmen machen. Also musst du irgendwie schauen, wie das frei Eingespielte den Taktraster bekommt. Und da arbeite ich zum Beispiel sehr viel mit diesem Warp Editor, um dann den Takt anzupassen. Ich finde es ein sehr leistungsfähiges Programm, weil ich jetzt bin umgestiegen auf 64-Bit-Rechner. So ein Setup von mir hat halt ungefähr 800 Spuren, weil ich halt eigentlich alle Instrumente, mit denen ich so arbeite, immer zur Verfügung haben will. Und deswegen habe ich immer auch nach einem Programm gesucht, was halt auch sehr leistungsfähig ist. Und dadurch, dass die mit Cubase schon sehr, sehr weit voran sind mit dieser 64-Bit-Technologie, ist es wirklich super. Also ich habe auch keine Abstürze oder sowas. Es läuft wirklich rund und ich kann jetzt halt einen ganzen Film wirklich in einer Session beackern. Früher musste ich immer unterteilen und jetzt kann ich wirklich durch diese, ich habe einen Rechner voller RAM und jetzt kann ich wirklich im Prinzip in einer Session bleiben. Also nicht recht, die Steinmeck-Jungs, die haben sehr, sehr früh mit Multiprocessing angefangen. Und arbeitest du denn auf dem Mac oder auf dem PC? Ich arbeite auf dem Mac, was ich zu einem PC gemacht habe. ein Xeon. Genau, Xeon. Aber mit so einem Xeon mit Bootcamp drauf, weil ich habe eigentlich immer mit Mac gearbeitet und ich mag Mac eigentlich lieber. Also von der, ich bin eigentlich Macianer von der Bedienoberfläche, aber es ist halt so, dass Cubase halt für, erstmal war es ja so, dass erst als Snow Leopard, die jetzt auch überhaupt 64-Bit-fähig sind, wirklich. Jetzt müssen die von Steinberg sich noch eine Weile dran arbeiten, bis es wirklich zuverlässig auch auf dem Mac läuft. Und wenn es wieder da zuverlässig drauf laufen wird, würde ich auch wieder umsteigen. Aber jetzt, solange das... Das ist, weil du benötigst ja tatsächlich die 64-Bit, weil du so viel Speicher brauchst. Ich brauche so viel Speicher. Ich habe wirklich einen vollen Rechner. Also ich weiß nicht, wie viel Arbeitsspeicher da drin ist. Viel irgendwie. Genau. Wir haben ja auf Music Talk schon einige Interviews gemacht zum Thema Filmmusik. Da gibt es zum Beispiel den Boris Salchow, der sitzt jetzt in Hollywood und der arbeitet tatsächlich immer noch mit mehreren Rechnern. Weil ja, ich arbeite auch mit mehreren Rechnern. Ich habe also verschiedene Rechner und verschiedene Rechner. Bei mir ist es so, dass auf den ganzen Rechnern Cubase drauf ist und ich dann die verschiedenen Libraries, mit denen ich arbeite, ich habe zum Beispiel einen Rechner, der macht nur Streicher, einen Rechner, der macht nur Blechbläser, einer, der macht nur Holzbläser, dann habe ich nur einen Rechner für rhythmische Geschichten. Oder ich habe auch einen Library-Rechner gemacht mit Samples, die ich mir selber gemacht habe, also die ich einfach, weil ich sehr viel Orchesteraufnahmen gemacht habe. Also ich habe auch meine eigene quasi Library, mit der ich dann auch arbeite, das ist auch ein eigener Rechner. Und weil es ist einfach, wenn du Filmmusik machst, hast du nicht immer, aber hast du oft sehr wenig Zeit. Das bedeutet, du hast keine Möglichkeiten, deine Rechner umzuladen. Also ich kann jetzt nicht hergehen, ich suche mir den Sound, jetzt brauche ich irgendwie die großen Streicher, jetzt brauche ich irgendwie die Violen oder jetzt brauche ich die Celli oder sowas, sondern wenn ich sage... Das dauert zu lange zu laden, ne? Ja. Genau. Das hat Boris genau dasselbe gesagt. Er hat gesagt, das dauert zu lange, bis ich das hochgefahren habe. Die Idee auch weg, weißt du? Du musst irre schnell sein. Eins bedeutet, ich habe ein Setup mit 800 Spuren, wo ich alle voraussichtlichen Instrumente drin habe. Es ist nicht so, dass ich dann gar nicht mehr nach Sounds suche, meistens im Sound-Design-Bereich. Also ich habe eine Szene, alles, was jetzt mal nicht Orchester anbetrifft, ich habe eine Szene, wo ich irgendwie atmosphärisch, mehr elektronisch arbeiten will, dann ist es gut, das kannst du vorher nicht irgendwie suchen, sondern da guckst du dir die Szene an und denkst, okay, ich suche jetzt mehr nach einem Sound, der so ethnische Elemente drin hat, und suche dann Atmosphäre oder gucke ich mir an und gucke, da finde ich da was oder mach irgendwie einen Contact-Player auf. Und sonst hast du quasi alles schon ready to go. Alles ready to go.
Alles ready to go, weil einfach aus Zeitgründen. Das ist Haupt. Es kann auch sein, dass ich in eine Produktion fahre, wo ein Rechner nie läuft. Also zwar irgendwie immer hochgefahren ist, aber wo das Instrument nie benutzt wird. Also das kann auch passieren. Wie hast du denn diese Rechner miteinander verlinkt? System Link? Ja, pass auf. Er lacht. Ich weiß auch, warum er lacht. Weil er es nämlich probiert hat. Ja, es ist so. Ich habe es wirklich probiert und es hat wirklich mal geklappt. Das Problem ist, ich habe halt nicht nur zwei Rechner, nicht nur drei Rechner. Ich habe so um die 17 Rechner. Und das kannst du mit 17, da kommst du einfach mit System Link nicht weit irgendwie. Also mit keinem Programm. Könntest du vielleicht. Aber probier es aus und du bräuchtest irre viel Zeit, das zu machen. Wenn ich sie zünden muss, dann mache ich das ganz klassisch über MTC, MIDI Timecode irgendwie. System Link, ich habe mich aber mit den Jungs von Steinberg mal unterhalten, letztes Mal auf der Messe. Und im Prinzip ist diese Idee von System Link ja genial gewesen. Kann man echt nicht anders sagen. Und ich habe es auch wirklich schon mal zum Laufen gebracht. So ist es nicht. Aber ich glaube, dass sie einfach es nicht so weiterentwickelt haben. Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, wie man so in einer Firma arbeitet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch ihre Ressourcen für andere Sachen benutzt haben, weil es heutzutage tatsächlich nicht mehr so wichtig ist. Das heißt, ich bin mir sicher, dass ich auch in 3-4 Jahren bin ich sicher, dass ich nicht keine 17 Rechner mehr habe, sondern habe ich vielleicht nur 4 Rechner. Weil durch diese Arbeitsspeichermöglichkeiten und die schnellen Rechner braucht man einfach nicht mehr so viele Rechner. Das heißt, das, was vorher vielleicht 3 Rechner gemacht haben, kann dann einer machen. Das ist auch so mal im normalen Pop-Bereich oder Hip-Hop-Bereich. Du kennst, weißt, wie komplex die Musik ist. Die ist nicht so komplex, da braucht man das wahrscheinlich nicht. Aber Leute wie du, die, ne? Ja, es hilft einfach. Es ist auch, ich bin noch nicht am Limit angekommen. Also es gibt immer noch die Möglichkeiten. Ich meine, ich habe halt wirklich sehr viele, wenn du lange Filmmusik machst, dann findest du halt irgendwie, entwickelst so eine Ästhetik für die Sample Libraries und du suchst nach einem Sound und manchmal nimmst du die Klarinette aus der Library und nimmst dann die Viola aus der Streicher-Library, weil da findest du sie gut. Dann hörst du dir aber wieder eine andere Library an und denkst, aber dafür würde ich gerne die Sordino, also die gedämpften Streicher nehmen. Hier finde ich aber die Collegno-Streicher toll oder die Staccato-Streicher sind aus der Library besser. Also brauchst du halt, wenn du sie alle benutzen willst, brauchst du irgendwie viel Platz. Aber heißt das, dass heutzutage tatsächlich Samples, also ein gesampeltes Orchester, mittlerweile nicht nur für den Layout benutzt wird, sondern auch in der fertigen Produktion dann zu hören ist? Ja, zum Teil. Hängt das vom Budget ab jetzt? Hängt vom Budget ab. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich alle Filme, die ich... Mal ganz kurz nochmal zurückgehen. Also es ist so, dass du diese Sample-Layouts, die musst du auch machen, wenn du Orchesteraufnahmen machst, wie du schon gesagt hast, einfach um mit dem Regisseur und dem Produzenten abzustimmen. Eine Orchesterproduktion kostet auch viel Geld. Bedeutet, du brauchst erstmal eine Abnahme. Also die Leute müssen, dein Team muss erstmal sagen, okay, so wollen wir die Musik haben und dann wird es mit Orchester aufgenommen. Jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich dieses Jahr sehr viel Orchester, das heißt sehr viel, ich habe jetzt 3 Orchesteraufnahmen oder 4 mache ich insgesamt dieses Jahr. Ich habe jetzt gerade Liebe Mauer gemacht, einen Kinofilm, der am 19.11. ins Kino kommt. Jetzt habe ich einen Film für ZDF, Sommer in Long Island gemacht, der am Sonntag kommt, haben wir auch mit Orchester aufgenommen. Jetzt arbeite ich gerade an Geheimnis der Wale, wo wir auch Orchesteraufnahmen machen. Okay. Also ich nehme und versuche sehr viel mit Orchester aufzunehmen, weil es doch noch der Unterschied groß ist. Ja? Ich finde, der Unterschied ist einfach was anderes. Wenn je nachdem 70 Menschen oder ein kleines Orchester 40 Menschen spielen, dann kommt ein emotionaler Moment herein, der mit dem Computer nichts zu tun hat. Der das ausmacht, was Musik ausmacht. Irgendwie. Weil Musik ist eine zutiefst menschliche und auch in gewisser Weise chaotische Sache im Ideal. Wild. Wilde Sache, ja. Und da kommt halt, wenn so 40 oder 60 oder 70 Menschen miteinander musizieren, da passiert was du, egal wie toll du es programmierst, das kriegst du da nicht hin, Gott sei Dank. Und dadurch passiert auf so einer Subtextebene was mit dir, mit dem Zuhörer. Und ich rede jetzt nicht von dem Zuhörer, der orchesterversiert ist, sondern ich rede von dem normalen Zuschauer, der was konsumiert. Ich glaube, dass die Emotionen, die man über eine echte Orchesteraufnahme bekommt, dass die einfach mit Samples nicht zu erzeugen ist, weil man eine Emotion kriegt von Menschen. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Das ist also meiner Meinung nach.